Hallo ihr Lieben, wir gucken uns heute die große Arcana an und ich erzähle euch ein bisschen über diese Heldenreise, die sich in diesen Karten versteckt. Ja? Ich habe die alle einfach mal so offen hingelegt. Wir haben hier den Narren, das ist so der Start, das sind quasi wir, das ist der Held. Ja? Und dann haben wir hier drei Phasen. Das eine ist erstmal so die Entwicklungsphase. Ich sag mal so, grob geht das so bis 22. Ja? Und dann seid ihr hier in der Phase zwischen 23 und 42 und hier in der Phase dann ab 43 aufwärts bis 63. Aber jederzeit könnte es auch sein, dass du wieder einen Schritt zurück machst und nochmal woanders anfängst auf der Reise und so weiter. Deswegen, das ist nicht ganz so einfach. Ja? Wir gehen nicht von A nach B, nicht zwingend, nicht immer so, aber wir springen. Na, wir springen schon mal in unserem Leben, in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Gucken wir uns das Ganze an. Fangen wir an mit dem Narren. Der Narr trägt hier sein Päckchen. Ja? Die Sonne ist hier noch weiß. Es ist die Nummer 0. Und er geht unbedarft als frische, neue Seele in die Welt der Dualitäten. Na? Hat sein kleines Päckchen hier zusammengeschnürt. Da ist im Prinzip schon alles drin, was er braucht. Und er startet in die Welt. Ja? Quasi wie wir starten, neugeboren, auf in die Welt. Unbedarft, frisch, unbefleckt, aber auch ahnungslos. Ja? Auch ahnungslos. So beginnt unser Weg. Ja? Der Narr, Karte 0. Und auf dieses Päckchen komme ich später nochmal zu sprechen. Dann geht es hier oben weiter. Wir kommen mit zwei Grundeigenschaften eigentlich auf die Welt. Dinge, die uns grundsätzlich gegeben sind. Und das ist zum einen hier beim Magier unsere Schaffenskraft. Ja? Unsere Schaffenskraft, unsere uns innewohnende Schöpferkraft. Wir können schaffen und machen. Wir haben die Kraft, Dinge zu erschaffen. Dazu haben wir alle Elemente hier vereint. Ja? Also Stäbe, Schwerter, Kelche, Münzen. Uns steht alles zur Verfügung. Und wir sind die Magier unseres eigenen Lebens. Ja? Wir können uns unsere Realität und unsere Welt erschaffen. Das ist das eine. Das ist so ein bisschen die Macher, die Yang-Energie in uns. Ja? Und dann gibt es natürlich auch die Yin-Energie in uns. Und das ist unser Unterbewusstsein, hier durch die Hohe Priesterin dargestellt. Die hat hier die Tora in der Hand, ja, so eine Schriftrolle. Dies ist so unser Lebensplan quasi. Unser Unterbewusstsein hat unseren Lebensplan schon dabei, ja, und weiß, wo es lang geht. Und wir müssen einfach nur gucken, dass wir auf unsere innere Stimme und unsere Intuition hören, um diesen Seelenplan zu erfüllen, diesen Seelenplan leben zu können. Ja, das sind so diese zwei grundsätzlichen Dinge. Wir haben unsere Schaffenskraft und wir haben unsere Intuition. Mit diesen Dingen kommen wir auf die Welt. Wie gut wir die bedienen und anzapfen können, das liegt natürlich an uns. Ja? Manche können nicht gut auf ihre Intuition hören. Manche kommen nicht ins Schaffen und Machen. Klar, das ist so. Aber grundsätzlich haben wir das. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja? Schaffenskraft und Intuition direkt in uns und damit gehen wir auf den Weg. Und dann kommen wir zur Herrscherin. Die Herrscherin ist hier die Mutterfigur. Ja? Das kann deine Mutter sein, die dich geprägt hat, ja? Die dich beobachtet hat, die dich hat wachsen lassen. Das sind deine Soft Skills, ja, so mit Herz hat sie dich vorangetrieben, hat dich großgezogen und hat dir Soft Skills und Liebe vermittelt. Ja, das ist so ein bisschen die Herrscherin hier. Das ist meistens so die Mutterfigur. Das sind ja alles Archetypen. Also ne, ich will jetzt hier nicht rumgendern und so. Das sind halt Archetypen. Deswegen Mutter und Vater ganz klassisch. Aber das kann natürlich auch jemand anders gewesen sein. Es muss ja nicht klassisch deine Mutter gewesen sein, die dir da diese Energie vermittelt hat. Ja? Das heißt also, du hast hier deine Soft Skills gelernt irgendwie durch deine Mutter, durch die Liebe deiner Mutter. Und dann haben wir hier den Herrscher, der steht dann ganz klar als Vaterfigur. Ja, und auch eine Vaterfigur beeinflusst dich, so wie dich die Mutter beeinflusst hat. Und Väter stehen jetzt hier archetypisch dafür, dass du Gesetze, Regeln, Strukturen und Rahmenbedingungen beigebracht kriegst. Es geht ein bisschen um Verantwortung. Ja, du hast gelernt, was Verantwortung heißt und du hast gelernt, dass man manche Dinge einfach tun muss, dass es bestimmte Ordnungen und Vorschriften, Vorgaben und Rahmen gibt. Ja, das hat so ein bisschen, ist das, was der Vater oder der Herrscher vermittelt. Und dann haben wir hier den Hierophant. Das ist jetzt ein Geistlicher und er hat da diese zwei Mönche, die ihm zuhören. Aber generell steht der Hierophant einfach für Lehrer.
Lehrer, die dich von außen geprägt haben. Das kann tatsächlich wortwörtlich dann in der Schule sein. Ja, da kommt ein Lehrer von außen und wird dich prägen. Das können aber auch andere Situationen sein. Soziale Situationen, Vereine, Hobbys, in denen du lernst und von außen Impulse kriegst von anderen Menschen. Auch Werte vermittelt kriegst, ja, die du erstmal lernst und annehmen musst, diese Werte. Ja? Also von außen eingegebene Werte und Regeln. Genau. Und dann beeinflussen uns natürlich auch die Menschen, die wir lieben, ja, unsere ersten Liebesbeziehungen, aber auch unsere Freunde und auch das Thema Selbstliebe. Ja? Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen uns extrem. Ja? Man könnte jetzt also sagen, das ist dann so vielleicht, wenn wir das jetzt als Weg sehen, ja, du wurdest erzogen, du bist durch die Schule gelaufen, du hast deine erste Liebe erlebt. Und dann kommen wir zum Wagen und das ist der Fortschritt, ja. Das heißt also, jetzt machst du dich auf, du erschaffst dir jetzt was Eigenes, du übernimmst jetzt selber Verantwortung und gehst raus in die Welt, sei es für Studium oder Job oder wie auch immer. Manchmal ist es auch, dass du in eine Selbstständigkeit reingehst. Solche Dinge. Ja, der Fortschritt ist quasi der Sprung aus dieser Ebene dann in die nächste Ebene. Ja, das war so quasi die erste Phase, so ja, circa bis 22. So ganz genau kann man das nicht sagen, weil der eine ist mal weiter, der andere ist langsamer. Und wie gesagt, das kann sein, dass wir immer wieder noch mal ein paar Schritte zurückspringen in unserer Entwicklung, in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen so ganz safe ist es nicht, aber so grob, ja, mit Anfang 20 bist du dann hier und machst dann deine ersten Schritte. Circa. Okay, dann sind wir in der zweiten Ebene. So, du bist jetzt selbstständig unterwegs, ja, hast jetzt schon was geschafft, erreicht, hast vielleicht dein Studium, deine Ausbildung abgeschlossen, was auch immer und musst jetzt mit deinen Kräften haushalten. Du musst deine Kräfte bändigen lernen. Du musst auch erkennen, welche Kraft in dir steckt, ja, und das mit Köpfchen, deswegen das Unendlichkeitszeichen über dem Kopf, ja. Also deine animalischen Seiten ein bisschen bändigen, deine Kräfte zähmen und ja, vielleicht auch den ein oder anderen Kraftakt erstmal überstehen. Ja? Also eine sehr anstrengende, kraftvolle Phase, wo du ja, wo es wirklich um dich und deine Kräfte geht. Ja. Und dann kommt die Phase des Reflektierens, der Eremit. Ja, das heißt, du musst reflektieren lernen, dich zurückziehen, lernen, Innenschau zu betreiben und da an dir zu arbeiten. Ja, das ist so eine Phase, wo wir dann das erste Mal so richtig in die Innenschau gehen, wo wir lernen, über uns selber nachzudenken und wirklich gut und klar zu reflektieren. Dafür steht der Eremit. Ja. Und dann haben wir das Rad des Schicksals. Das steht immer für eine Phase in deinem Leben, wo von außen etwas auf dich zukommt. Ja, Umstände, die du nicht beeinflussen kannst, die von außen auf dich zukommen. Und du musst dann sehen, wie du das annimmst, ja, wie du damit umgehst, wie du darauf reagieren kannst, was du draus machst. Ja. Und dann kommen wir hier zu dem Punkt, das können gute als auch schlechte Dinge übrigens sein bei dem Rad des Schicksals. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, kann es aber, ja, kann es aber. Und dann kommen wir zur nächsten Stufe und da geht es um die Gerechtigkeit. Das ist zum einen, du begreifst in dieser Phase Ursache und Wirkung, ja, wirst dir Konsequenzen bewusst, ja, und baust du dein eigenes Wertesystem auf, ja? Du verstehst, was ist dir wertig und wichtig und findest da dein eigenes Maß und dein eigenes System, Dinge zu bewerten. Und vor allem bei dieser Karte finde ich auch immer, schwebt immer diese Frage mit, werde ich auch mir selber gerecht? Ja, das heißt, du hinterfragst, was fühlt sich für dich richtig an? Und lebst du deinen inneren Seelenplan? Wirst du dir selber gerecht? Ja, das ist da bestimmt immer ein Thema in der Phase. Und dann gibt's Phasen im Leben, da hängt man fest. The Hanged Man, ja, der Gehängte, der hängt hier über Kopf. Und ja, das ist oft eine Situation im Leben, wo du das Gefühl hast, festzustecken, wo es irgendwie nicht weitergeht. Obwohl man ihm ja vorwirft, dass er da die Hände nur so locker hinterm Rücken, dass er gar nicht wirklich festgefesselt ist, dass er jederzeit da raus könnte, wenn er sich denn anstrengen würde. Ja, aber da geht es darum, dass du das Gefühl hast, festzuhängen in deinem Leben. Du kannst nicht weg, du hast da eine Situation, aus der du nicht rauskommst. Und du musst jetzt lernen, eine andere Perspektive anzunehmen. Ne? Wenn im Außen nichts passiert und im Außen alles feststeht, passiert was im Inneren. Deswegen hier diese Erleuchtung um den Kopf. Ja? Heißt also, durch das Festhängen in einer Situation bist du gezwungen, neue Perspektiven zu sehen, Dinge anders zu betrachten und naja, im Inneren
da deine weitere Entwicklung voranzutreiben. Das ist der Hanged Man. Und dann kommt es zum Tod. Das hört sich immer brutal an, ist aber gar nicht so schlimm. Das ist meistens so ein Ego-Tod oder ein Tod von einem alten Rollenbild, das du von dir hattest. Eine alte Rolle, die du erfüllt hast und die du jetzt abwirfst und nochmal neu überdenkst. Ja, es geht quasi um ja, das alte Ich verlieren, ja, und einen Neuanfang wagen. Es geht auch immer um Neuanfang bei der Todeskarte. Also nichts Schlimmes tatsächlich. Man sieht hier hinten ja die Sonne aufgehen. Ja. Du erfindest dich neu in dieser Phase. Musst vielleicht mit etwas abschließen, ja, musst etwas beenden, musst vielleicht auch Menschen aus deinem Leben streichen oder eben dein eigenes Bild von dir, eine alte Rolle von dir streichen und dich ein bisschen ja, neu erfinden. Das ist in dieser Phase los. Ja, und dann kommen wir zur Mäßigkeit. Ja, und die Mäßigkeit ist eine ganz wichtige Karte, denn da geht es um Balance finden. Ja, du hast bis hierhin sehr, sehr viel gelernt. Du bist jetzt schon viel schlauer. Du weißt viel über dich. Ja, und du musst jetzt mit einem Fuß auf dem Boden stehen und mit dem anderen im Wasser des Unbewussten und mit deinen Kelchen hantieren, mit deinen Kräften hantieren. Du musst diese widersprüchlichen Energien und Kräfte in dir ausgleichen. Du musst deine Balance im Leben finden. Ja? Wie setze ich meine Energien ein? Wie balanciere ich mein Leben aus? Wie lebe ich alle meine Seiten gut ausbalanciert? Das ist da so ein bisschen das Thema. Und ja, das ist auch so eine Karte, die ich ganz oft fühle. Ich versuche, alles schön auszubalancieren. Ne? Wo man dann auch nochmal mit seinen Werten guckt, was ist jetzt wichtiger und was nicht. Ne? Seinen Lebensalltag ausbalancieren, seine Lebensziele vielleicht nochmal angucken. Und dann sagen, wo finde ich die Balance? Wo finde ich das richtige Maß? Ja? Wie will ich leben? Wie kann ich ausgeglichen leben? Das ist hier das Thema. Ja, und dann kommen wir in die nächste Ebene. Viele sagen hier, da diese schwarzen Karten, da beginnt dann so ein bisschen die Midlife-Crisis. Diese schwarzen Karten sind aber auch nichts Böses. Viele haben da Angst vor, aber das sind tatsächlich auch einfach transformative Karten. Gut, da haben wir zum einen den Teufel. Bei dem Teufel geht es um Ego und Instinkte. Es geht darum, dass du dich mit deinen Lastern befassen musst. Ja? Du hängst hier in Ketten, bist hier an irgendwas gebunden, ja? An diese mysteriöse schwarze Box. Das ist irgendeine Illusion, irgendwas, an dem du festhältst, was dich nicht weiterkommen lässt. Ja? Und ja, du musst hier sehen, dass dein Schwanz schon anfängt zu brennen hier hinten. Ja, der Teufel zündet deinen Schwanz schon an. Es wird kritisch. Ja, und hier auch nochmal die Früchte der Verführung. Du bist da in irgendeiner Illusion, die nicht ganz passt. Ja? Du bist da an irgendwas gekettet, du hängst an irgendetwas, was nicht gut ist und damit musst du dich beschäftigen. Ja? Damit musst du dich irgendwie beschäftigen und dir das bewusst machen. Das ist in dieser Phase so. Ja? Und dann kommt es zur Zerstörung. Der Turm ist eine Zerstörungskarte. Da kommt von außen eine Macht und ja, entmachtet dich. Ja? Der Turm brennt, das Krönchen fliegt. Und du befindest dich im freien Fall, ja. Du musst vielleicht sogar springen, weil dein Turm brennt. Aber das ist gar nicht so was Schlimmes, sondern wie gesagt, das ist ja auch eine Form von Transformation. Das kann angsteinflößend sein, weil du dann gerade im freien Fall bist, wenn du gesprungen bist, ja, und nicht weißt, wo du landest und wann du landest. Aber wenn ihr genauer guckt, der Turm hat keine Tür. Also warst du vielleicht in alten Glaubensmustern oder in einer alten Situation eingesperrt und es wurde Zeit, dass du springst, ja. So kann man das betrachten. Das heißt, im freien Fall, du springst und musst dann gucken, weißt noch nicht, wo du landest. Und dann kommt eine super versöhnliche Karte. Danach ist der Stern dran. Der Stern steht für Hoffnung und Heilung. Diese Sterne hier stehen übrigens auch für die Chakras. Und hier sehen wir eine Frau, die sich zeigt, wie sie ist. Ein Mensch, der sich zeigt, wie er ist. Und genau das ist dein Ziel. Nach diesem freien Fall kannst du sein, wer du bist, kannst dich zeigen, wie du bist. Völlig nackt. Du kennst deine Stärken, du kennst deine Schwächen, du weißt, wer du bist und kannst dich zeigen, wie du wirklich bist. Ja, du schöpfst aus dem Unterbewussten, aber auch aus dem Bewussten. Ja, und du bist da im Reinen mit dir. Ja, eine ganz, ganz tolle Karte, wie ich finde. Eine sehr versöhnliche Karte nach den anstrengenden Entscheidungen, die du vielleicht hier treffen musstest oder Erkenntnisse, die du hier hattest. Ist das eine super Karte, ja, sich zeigen, wie man ist. Sein, wer man ist und okay damit sein. Ja? Ganz, ganz wichtiges Thema. Gut, aber das Leben wäre nicht das Leben, wenn wir uns dann nochmal mit
Visionen und Träumen beschäftigen müssten. Ja? Was für Visionen, was für Träume haben wir? Was ist da noch, was wir betrachten müssten? Wie weit sind wir in unserem Lebensplan? Was hindert uns noch? Ja, das Urtier, was da aus dem Wasser kommt. Ja? Dieses Urbewusstsein oder Urängste, die da vielleicht noch irgendwo sind. Die Wölfe, zwischen denen man vielleicht auch hin und her gerissen ist. Ja? Der gute und der böse Wolf. Und der Mond, der da über allem wacht und die Türme. Visionen, Träume, Ängste, schwierigen Dingen, denen du dich vielleicht nochmal stellen musst, ja, wo du nochmal ein bisschen graben musst, ein bisschen wühlen musst. Bin ich in meinem Lebensplan gut oder gibt es da noch was, was ich zu bearbeiten habe? Ja. Und wenn das dann geschafft ist, dann kommen wir endlich zur Sonne und das ist die absolute Erfolgskarte, ja. Wir sind wieder jung, wir sind ein Kind, wir haben hier dieses Päckchen, ist jetzt entschnürt, ich weiß nicht, falls ihr euch erinnert. Hier hatten wir das gebundene Päckchen und hier ist das Päckchen, dieser Stab ist jetzt entschnürt und alles fließt. Ja? Das heißt, alles, was wir gelernt haben, ist jetzt da. Wir sind ein Kind, ja? Wir haben die Sonne im Rücken, wir haben die Sonnenblumen da, es ist eine absolute Erfolgskarte. Und wir sind in der nächsten Stufe angekommen. Ja? Wir haben eine andere Bewusstseinsebene erreicht. Wir sind, haben einen Riesenschritt in unserer Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ja? Eine andere Bewusstseinsebene. Wir sind schon ziemlich nah dran an unserem Ziel und sind uns völlig klar, wer wir sind, was wir haben. Wir schöpfen aus dem, was wir gelernt haben. Das ist einfach eine grandiose, tolle, schöne Karte. Ne? Die Sonne. Die Sonne. Ja. Und dann wieder. Es ist wieder der Moment, wo wir dann noch einmal mit uns vor Gericht gehen. Ja? Hier geht es nochmal um Erwachen und Erneuern. Stell dich noch einmal deinem Lebensplan und guck, ist alles so, wie es sein soll. Ja? Halt nochmal Rückschau, betrachte nochmal, was habe ich, was bin ich. Hinterfrag das Ganze vielleicht nochmal. Schau, was du schon gelernt hast und wie du es vielleicht noch besser anwenden kannst. Hast du vielleicht noch irgendwas verpasst, was du noch ändern oder machen kannst? Ja, vielleicht erneuerst du dich dann nochmal, wirst nochmal wachgerüttelt, ein letztes Mal, um dich nochmal neu zu sehen. Ja. Und zum Schluss haben wir dann die Welt. Ja, das heißt also, wir haben unseren Platz in der Welt gefunden. Wenn wir hier angekommen sind, sind wir angekommen. Aber hier sind auch die Unendlichkeitszeichen durch diese Schleifen angedeutet. Das heißt, die Reise könnte auch wieder von vorne gehen, ja, aber wir können uns hier nackt zeigen. Wir haben wieder das offene Tuch, was da flattert. Wir haben die Stäbe in der Hand, das steht für unsere Schaffenskraft, ja. Und auch das Gleichgewicht, die Stäbe stehen für das Männliche und hier ihre Brüste stehen für das Weibliche. Das heißt, wir sind ausgeglichen, wie wir das hier oben drüber mit der Mäßigung ja auch erreichen wollten und geübt haben. Wir sind ausgeglichen, wir sind angekommen in der Welt. Wir leben ein gutes Leben. Ja? Wir sind komplett, wir sind vollständig, wir haben eine voll entwickelte Persönlichkeit. Wir haben unseren Platz in der Welt. Ja, das bedeutet diese Karte. Und ja, wie gesagt, Unendlichkeitszeichen, das bedeutet, die Reise könnte auch wieder von vorne losgehen oder doch mal irgendwo hinspringen und dann müsstest du das halt nochmal durchlaufen. Ja? Immer wieder vielleicht mal. Das ist die Heldenreise. Ja, also ihr seht, dass da wirklich so Persönlichkeitsentwicklungsprozesse drin sind. Ich finde das super, super spannend und ich finde es auch spannend, immer wieder mal da drauf zu gucken und zu gucken, okay, wo stehe ich denn hier gerade? Ja, deswegen, bei mir passt das manchmal nicht ganz mit dem Alter, ja, aber das ist schon nicht verkehrt, da mal drauf zu gucken. Also ja, was meinst du, wo stehst du gerade? In welcher Phase hier bist du unterwegs? Und dann weißt du vielleicht, was du zu lernen hast und was noch auf dich zukommt. Ja, ganz, ganz cool, wie archetypisch und wertvoll das hier eigentlich ist, dass es diese Reise schon in den Karten drin gibt. Altes Wissen, krasse Symbolik. Und als ich das hier erfahren habe mit der Heldenreise und zum ersten Mal gehört, habe ich gedacht, ja, ja, das ergibt total Sinn. Ich war total begeistert von der großen Arkana, seitdem ich das wusste. Ja, spannende Sache. Ich hoffe, das war für euch interessant, ja? Die Heldenreise durch die große Arkana im Tarot oder eben auch die Stufen deiner Persönlichkeitsentwicklung, die wir alle irgendwie durchlaufen müssen. Mal schneller, mal langsamer, mal springen wir wieder zurück, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass du dich hier auch in irgendeiner Phase wiederfindest. Definitiv. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat und
Berichtet mal, in welcher Phase seid ihr gerade? Das wird mich interessieren. Macht's gut, ihr Lieben. Stay mad, but magic.